Training bei den Kassel Huskies. Tausende Fans fiebern mit den Eishockey-Profis dem Aufstieg in die zweite Bundesliga entgegen. Kurz vor Ende der erfolgreichen Saison gibt es auch einen besonderen Fanartikel, einen Huskies-Stuhl. Gestaltet hat das Kunstwerk der 10-jährige Huskies-Fan Ben Büchling aus Lohfelden. Natürlich in Vereinsfarben. Auf der Sitzfläche leuchtet das Huskies-Logo und nicht nur das, auch Originalunterschriften der Schlittenhunde. In der Schule haben wir ein Projekt gehabt und da haben wir Stühle angemalt mit Kassel-Motiven. Da haben jetzt alle Husky-Spieler unterschrieben und den will ich dann für einen guten Zweck ins Krankenhaus spenden, zu einer Krebskrankenstation. Bald wird der Stuhl also den Besitzer wechseln und für einen guten Zweck versteigert. Die Mannschaft und auch Co-Trainer Jesse Panek sind von der Aktion begeistert. Ich finde die Idee von Ben großartig. Das ist eine gute Idee mit dem Schulprogramm für die Kinder, die nicht so viel Glück im Leben hatten. Und freuen sich bestimmt für jede Spende, jede menschliche Geste, die auch gerade von kleinen Kindern entgegenkommen. Und wir haben das sehr gerne mit Autogrammen den Stuhl unterschrieben. Und da kann ich nur sagen, wir stehen als Mannschaft und alle, also das ganze Verein, voll hinter so einer Idee. Wer am meisten für den Huskies-Stuhl bietet, erwirbt nicht nur das wahrscheinlich individuellste Souvenir im Husky-Design. Dazu gibt es auch einen signierten Eishockeyschläger sowie ein signiertes Mannschaftsposter.